Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein vielleicht auf den ersten Blick eher unscheinbares Gemälde unserer wirklich prachtvollen Spätmittelalter-Sammlung hier im Ferdinand Leum lenken. Ein Gemälde von Michael Pacher und es zeigt uns die heilige Katharina. Eine ganz faszinierende Heiligenpersönlichkeit, die Sie vielleicht als eine der drei heiligen Madeln kennen, wie sie in der Tiroler Tradition genannt werden. Die heilige Katharina ist eigentlich sehr leicht erkennbar, denn sie wird immer mit einem Rad oder zumeist mit einem gebrochenen Rad dargestellt. Denn sie war in der Legendenüberlieferung eine frühchristliche Märtyrerin, die sich zu ihrem christlichen Glauben bekannt hat und dafür Tode sterben musste, muss man in dem Fall sagen. Denn sie ist zunächst auf die grausamste Weise hingerichtet worden, die man sich vorstellt, also auf das Rad geflochten worden. Allerdings die Legende berichtet, dass ein Engel gekommen sei und dieses Rad zerbrochen hat. Daher eben das zerbrochene Rad, das hier dargestellt wird. Erst als man ihr dann den Kopf abgeschlagen hat, ist sie wirklich verstorben. Darauf weist das Schwert hin. Diese heilige Katharina hat eine unendliche Fülle an Facetten, wenn man sich ein bisschen näher vertieft. Unser Gemälde zeigt eine junge, schöne Frau mit einer Krone, mit einem Heiligenschein und mit, wie ich meine, sehr tief dringenden Augen, die auf diese Fülle von Geschichten rund um ihre Person verweisen.